wegen den Flüchtlingen der Polen. Aber es ist ein Partner, der größte Partner ist die Türkei. Die Türkei, alle Geheimdienste, die verkauft die Menschen nach Europa. Und sie sehen das. Und die Merkel, die hat mitgemacht. Was machen wir, die alle sozialen Politiker in Europa, gegen solche schlechte Politik für die Menschen? Ja, ich werde nie vergessen, vor anderthalb Jahren war eine Diskussionsrunde im hessischen Fernsehen und da hat unser noch Bundestagsabgeordnete Werke aus Frankfurt gesagt, wenn wir außereuropäisch aktiv werden, wie zum Beispiel in der arabischen Welt, dann werden wir Terroristen überholen. Und die anderen Diskussionsteilnehmer haben komische Gesichter gemacht und gelacht. Aber es hat stattgefunden und das war für mich so klar, dass das passieren wird. Wer diesen Zusammenhang eben nicht versteht, wenn die Bundeswehr irgendwo eben reinschlägt, dann bei solchen, wo dann eben auch Terroristen mit dabei sind in solchen Staaten, dann werden die so zurückschlagen, einzeln und gezielt in den Staaten, wo diese Armeen herkommen. Das ist ganz klar, das ist so logisch, wie es gar nicht sein kann anders. So, du hast vorhin gesagt, dass zum Beispiel im Nahen Osten, Syrien oder Irak und so weiter, dass die Bündnisse und Fronten täglich, also das stimmt, täglich ändert sich die Situation. Also heute, der mit dem zusammen ist, morgen siehst du, dass die mit dem einfach eine Bündnis gebildet haben. Das ist wirklich wahr. Aber ich denke, die Meinungen werden durch die Medien und durch diese bestimmte Konzepte, die Meinungen der Menschen werden beeinflusst. Aber richtig beeinflusst, indem, wenn man möchte, da kann man morgen ganz was anders initiieren und dann hat man einfach die Meinung auch geändert. Das wollte ich mal auf dem Beispiel geben. Es gab Diskussion in Deutschland, ob die Bundeswehr in Afghanistan eingesetzt werden soll, also damals. Ja oder nein, und die Mehrheit der Menschen war eigentlich gegen Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan. Dann plötzlich wurden irgendwelche Terroristen in Solingen mit am Bahnhof mit Bomben, Koffer und so weiter erwischt. Ich glaube, vielleicht ein oder andere erinnert sich. Also in Solingen vor einigen Jahren wurden irgendwelche Terroranschläge verhindert, wo die beinahe die Bomben hochschießen wollten und so weiter. Danach wurde ganz kurz berichtet, weil man sagt, hier in Zeitung stand, ich habe Bericht gesehen und es stand in der Zeitung und. Diese Bomben Leger angeblich, die festgenommen sind, haben Verbindung zu türkischen Geheimdienst und CIA gehabt. Und ich weiß nicht, ob die überhaupt noch im Knast sind. Was mit denen passiert ist, weiß keiner. So, auf einmal, also wurden die erwischt, beinahe werden die Bomben hochgegangen und dann hat man die Stimmung gemacht, ja, wir haben, also wir sind gegen Krieg und Einsatz und, aber wir können auch nicht akzeptieren, dass die Bomben bei uns am Bahnhof hochgehen. Also, das kann man auch nicht akzeptieren. Also, diese Stimmung, also ich glaube, es wird auch vieles so weit durcheinander extra gemacht, damit dass die Menschen einfach nicht klar denken können. Also, ja, also die politische Bilder, ja, aber ich finde jetzt die Perspektive, dass jemand mit
einem LKW in einen Weihnachtsmarkt fährt, ja, finde ich dann auch nicht. Natürlich nicht. Das ist ja. Aber wer steckt dahinter? Wem nutzt das? Wem nutzt das? Ist genauso, wenn, ja, also wem nutzt das? Also die Frage muss man natürlich immer stellen. Also man muss halt so vorsichtig sein, glaube ich, nicht. Also vorsichtig sein, nicht alles zu glauben, ist das eine, aber hinter allem immer die Hand von Geheimdiensten entdecken zu wollen, ist, glaube ich, für unsere Argumentation nicht ausreichend. Also wir können an anderen, wichtigeren Haltungen von Menschen ansetzen, als nur zu sagen, das ist alles erstunken und erlogen. Mag so sein gelegentlich, das stimmt, aber die Leute haben ja eine Ahnung, dass zum Beispiel Terrorismus, das kannst du ja auch, du kannst hier alles voller Bundeswehrpanzer stellen, aber damit wirst du nicht, wirst du auch einen terroristischen Anschlag im Zweifelsfall nicht verhindern können. Und das ahnen die Leute ja auch, das wissen die auch. Okay, aber jetzt habe ich Falk und ich, deinen Namen weiß ich jetzt nicht mehr. Marco. Ja, vielleicht geht ihr nochmal drauf ein, dann versuche ich gerne nochmal die aufgenommenen Themen. Hafen. Entschuldigung. Wir kennen uns schon zu lange, glaube ich. Ja. Ja, also ich denke auch, also wir brauchen ja den Geheimdiensten, den amerikanischen am wenigsten, nichts von ihrer Bilanz wegzustreichen. Also das füllt ja Bände, was die alles an Mordtaten und an Intrigen und Putschen und sonst was angerichtet haben. Also das ist unstrittig. Nur ich glaube, der Kern der Sache, wenn wir fragen, wo geht eine Bundeswehr hin, geht die nach Afghanistan und für, ich weiß nicht, wie viele zweistellige Milliardenbeträge, die da die Bundeswehr kostet, wenn die dort im Einsatz ist. Ja, im Vergleich zu dem, was hat es gebracht? Ne? Ja, eben. Und im Vergleich zu dem, was dann an Brunnen gebohrt worden ist, um es mal jetzt zu sprechen, was dann ein Zehntel oder ein Fünfzigstel von diesen Beträgen ist, die fürs Militär ausgegeben werden. Also da wird das Öl ins Feuer geschüttet und da wird natürlich auch mit den Entwicklungen, die wir haben, weltweite Medien und in Sekundenschnelle in Facebook und sonst was, werden natürlich auch die Psychologien und die Tätermotivationen erzeugt, wo eine CIA nicht immer gleich auch dahinter stehen muss und den Schalter umgelegt oder gesagt haben, hier mach mal. Und ich glaube schon, dass das auch wichtig ist, dass wir da sagen, wir als Linke hier, als Friedensfreunde, sind dafür, dass eine Bundeswehr sich eben hier in unseren Grenzen aufhält. Mal als erste Forderung, was wir dann hier machen, ist die nächste Frage. Und nicht dieses Öl mit in diese Feuer weltweit schüttet und sich damit natürlich, was die Ursächlichkeit der Taten angeht, genauso mitschuldig macht, eben vielleicht ein bisschen indirekter, als wenn ein CIA-Agent jetzt nur mal einen bestellt hat, der da irgendwo eine Bombe legt. Es hat, glaube ich, keinen Sinn, dass wir uns immer da auf Verschwörungen oder so bei jeder Tat kaprizieren, aber es reicht, dass diese Kriege, diese sozialen Verhältnisse weltweit eben so was erzeugen, das ist, glaube ich. Ja, ich musste irgendwie gerade so mit der Verschwörung irgendwie an die vergessenen Pässe dann denken, irgendwie dann, was ja nun doch irgendwie dann zumindest ein gewisses Geschmäckle hat, ja, bei den diversen Anschlägen. Ja. Ich glaube, nehmen die Terroristen ihre Pässe überall mit und verstecken sie dann so gut, dass sie dann gefunden werden. Egal, darauf wollte ich gar nicht hinaus, sondern eher so auf das Zitat von Peter Ustinov, dass Terror der Krieg der Armen ist und beziehungsweise halt dann der Krieg der Terrorismus der Reichen. Und da kann man sich ja dann auch wunderbar dann die Frage stellen, dass dann der irakische, syrische und überall auf der Welt Menschen, die betroffen sind von Krieg, dass sie um ihre Angehörigen unklar ebenso trauen wie wir, wenn wir irgendwie betroffen sind. Und dass dadurch natürlich dann ein Hass auf die verschiedenen Länder oder der dann ja auch durchaus geschürt wird und bestärkt wird. Und so Peter Scholl-Latour soll, glaube ich, einmal gesagt haben, dass irgendwie dann Anfang der 2000er, also vor 9/11, irgendwie es hunderte Terroristen auf der Welt gegeben haben. Inzwischen sollen wir irgendwie bei den Hunderttausenden sein. In der Hinsicht war War on Terror
ziemlich erfolgreich, also, wenn man dieses haben wollte. So. Schon respekteinflößend und wie gesagt, das ist ja auch nachvollziehbar, dass die haben genauso ihr Leid wie wir, wenn wir davon irgendwie betroffen sind. Und wenn wir das uns irgendwie dann auch auf die Fahnen schreiben und dann auch Solidarität leben würden, anstatt das nur irgendwie in den Phrasen von westlicher Wertegemeinschaft dann irgendwie dann stets und ständig in Sonntagsreden einfließen lassen, dann wäre vielleicht einiges gewonnen. Wie gesagt, Lesung, also irgendwie dann Frieden. Ein Stück weit in die Richtung wollte ich auch argumentieren. Also mir liegt das auch nah, dass ich mir, wenn mir Merkwürdigkeiten bei irgendwelchen Anschlägen auffallen, dass ich dann denke, wer hat denn da dran gedreht? Also ich finde das auch legitim, also man muss sich Gedanken machen und die Anwesenden selbstredend ausgenommen, aber blindes Vertrauen in die Presse lohnt sich nicht unbedingt. Also da sollte man schon selber bis auf 5 zählen und wo zu viele Ausweise rumliegen, muss man allerdings auch zur Kenntnis nehmen, es gibt die Gegenansage, dass die deshalb dort liegen, damit die Hinterbliebenen von den entsprechenden Terrororganisationen dann auch zielsicher das Geld oder die Belohnung bekommen. Also auch, es geht in vielerlei Richtungen. Aber was ich verlängern wollte, war dein Argument eben, ja, auch auszugehen davon, was der Krieg in den Ländern anrichtet und was dort passiert. Also da habe ich den Eindruck, dass tatsächlich aus unserer europäischen oder deutschen oder westlichen Sicht heraus tatsächlich das immer noch einen Unterschied macht, auch an Betroffenheit, ob eben in Paris 100 Menschen zu Tode kommen bei einem Anschlag oder ob bei einem Terroranschlag irgendwo in Asien Tausende zu Tode kommen. Ja. Also das heißt, da will ich das ausdrücklich unterstützen und da müssen wir auch von dieser Borniertheit runter. Denn da ist ganz tief auch, glaube ich, in unser eigenem Bewusstsein eingegraben, dass das einfach einen Unterschied macht. Würden wir niemals so formulieren, aber in der Wahrnehmung, fürchte ich, ist das trotzdem so. Also da muss man, glaube ich, dran arbeiten. Eine zweite Geschichte, die ich noch loswerden will, ist, was mir hier in der Diskussion bisher fast vollständig gefehlt hat, vielleicht ist es auch überhaupt nicht genannt worden, das ist die UNO. Also wir hatten ja jahrzehntelang damit gelebt, dass es sozusagen völkerrechtlich verbrieft gab, dass die Nicht-Einmischung in die inneren Angelegenheiten von anderen Staaten. Das war sozusagen ein völkerrechtliches No-Go oder ein Verbot, weil da hing dann gleich dran, dass es einen Blockkonflikt hätte geben können, wenn man sich darüber hinwegsetzt. Das war für viele Menschen dann an vielen Ecken unbefriedigend, wenn man irgendwo krasses Unrecht sah, aber eben feststellte, da kann man aber nichts dran machen. So. Trotzdem war das die insgesamt friedlichere Welt. Nur da wird kein Weg mehr zurückführen, fürchte ich, nachdem eben diese Blockgeschichte zum Guten wie zum Schlechten vorbei ist. Aber meines Erachtens bleibt uns dann auch nichts anderes, als zu sagen, möglichst nicht einmischen, möglichst keine militärischen Konflikte und wenn, dann aber nur unter dem Mandat der UNO. Also das scheint mir im Augenblick die geeignetste Institution bei allen Schwächen, die sie hat. Aber ich finde, die müssen wir oder dürfen wir da nicht mitschleifen lassen, sondern das muss von uns als Instanz hochgehalten werden. Marco, möchtest du dich nochmal gemeldet? Ja. Ich störe mich auch so leicht an dem Begriff Borniertheit. Vielleicht ich würde es eher als westliche Arroganz ausdrücken oder Hochmut und wollte es jetzt nur kurz einwerfen, weil wie gesagt, dass wir uns irgendwie dann besser stellen als die anderen und oder uns über sie stellen, dass wir allen anderen irgendwie dann das, was wir irgendwie als gut und richtig ansehen, dann versuchen überzustülpen, ohne Respekt davor, dass andere vielleicht auch recht haben könnten und dass es